Ableitungen einer Funktion beschreiben Veränderungen einer Funktion an dieser Stelle. Also die sogenannte Änderungsrate an einer bestimmten Stelle. Und zwar gibt es wichtige Ableitungsregeln. Kommen da gleich nochmal drauf zurück. Vorweg erstmal ganz kurz ein paar einfachere Ableitungen für die sogenannten Grundfunktionen. Wie leitet man eine Konstante ab? Y ist irgendetwas Konstantes, zum Beispiel 2, 3, 4 oder irgendeine andere Zahl. Dann ist Y' 0. Ist Y gleich X, dann ist die Ableitung 1. Das bedeutet nämlich, dass für eine Einheit X-Änderung auch eine Einheit Y-Änderung entsteht. Also man hat genau hier die Veränderung. Die Veränderung ist gleichmäßig über die gesamte Funktion, zumal es sich ja auch um eine lineare Funktion handelt. Anders ist es, wenn es eine Exponential, also eine Funktion, ein Polynom ist, n mal x hoch n mit irgendeinem Faktor davor oder x hoch n, können wir erstmal einfacher machen. Dann ist die Ableitung n mal x hoch n minus 1. Und dann gibt es noch unsere wichtigen Funktionen, die e-Funktion, e hoch x. Die Ableitung ist sehr einfach, die ist nämlich wieder die Funktion selbst. Und y gleich l in x, da ist die Ableitung y' gleich 1 durch x. Hier haben wir immer die gleichen Wert, weil wir eine Funktion haben, die steigt. Das heißt also, kommen wir weiter nach außen, wird die Änderungsrate immer größer. Das haben wir hier. Bei ln x haben wir eine Funktion, die ist jetzt alles andere als schön gezeichnet, wo die Änderung immer weniger wird. 1 durch x geht für x geht gegen unendlich gegen 0. Das heißt also, unsere Änderungsrate wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Warum sind Änderungsraten interessant? Ein Hersteller eines Produktes zum Beispiel möchte nicht nur wissen, wie hoch seine Gesamtkosten sind an einer Stelle, sondern er möchte vielleicht auch noch wissen, wie ändern sich die Kosten, wenn ich die Produktionsmenge ändere. Das heißt, steigen die, mindern die sich? Genauso könnte ich mir überlegen, was passiert mit meinem Erlös, wenn ich den Verkaufspreis anhebe. Steigt der, sinkt der? Genauso etwas gibt eine Ableitung an. Das heißt, sie gibt immer eine Veränderung in einer Stelle an. Habe ich eine Erlösfunktion, kann ich mir angucken, wie verändert sich der Erlös, wenn ich den einen oder den anderen Eingabewert verändere. Wichtig sind auch noch die Ableitungsregeln. Faktorregel heißt nichts anderes als, nehmen wir ein Beispiel, y ist 3, x hoch 4. Dann ist mein Faktor die 3. X hoch 4 leitet sich nach der Regel hier oben ab. Also ist x hoch 4 4 mal x hoch 3. Und dann sollen wir bei der Faktorregel die 3 davor lassen. Also haben wir 3 mal 4. Das sind dann 12x hoch 3. Für die Summenregel gilt, man kann Summand für Summand einzeln ableiten. Also y ist 3x hoch 4 plus 2x hoch 2. Dann kennen wir den ersten Summanden schon, weil wir ja Summand für Summand ableiten dürfen. Y' ist also 12x hoch 3, wie wir das eben ausgerechnet haben. Und für den zweiten Summanden machen wir das nochmal. Das sind dann 2 mal 2 mal x hoch 2 minus 1, also hoch 1. Und das ist nichts anderes als 12x hoch 3 plus 4x als Ableitung. Produktregel ist etwas komplexer. Da soll erst die Ableitung des einen gebildet werden und die Ableitung des anderen muss man auch kennen und dann würden die verkettet. Das heißt also, wenn unsere Funktion y zum Beispiel x mal e hoch x ist, dann könnte u x sein und v e hoch x, dann ist u'
1 und v wieder e hoch x nach den obigen Regeln. Und nach der Regel gilt dann hier y-su-, also 1 mal v plus ux mal v-. Also ist das e hoch x plus x mal e hoch x. Und für den, der mag, man kann es auch so schreiben. E hoch x mal 1 plus x. Ist insbesondere, wenn man weiter ableiten möchte, meistens einfacher, wenn man das ein bisschen ausklammert und hübscher macht. Man kann auch die Quotientenregel anwenden. Quotientenregel, wir nehmen unsere Funktion so ähnlich, wie wir sie eben schon hatten. X durch e hoch x. U, V, U Strich und V Strich sind natürlich dann genauso wie eben. Und damit ist Y Strich, die Quotientenregel unterscheidet sich im Zähler nur durch ein Minuszeichen von der Produktregel. Schauen Sie sich das genau an. Das heißt, wir können das hier nehmen und stattdessen plus ein Minus schreiben. Also e hoch x plus x mal e hoch x durch. Und dann sollen wir v Quadrat nehmen, also e hoch x ins Quadrat. Und jetzt sehen Sie schon, warum man das besser ausklammert, nämlich so schreibt. Dann haben wir hier nämlich e hoch x mal e hoch x. Und dann können wir hier wunderbar kürzen und das Ganze deutlich einfacher machen zu 1 plus x durch e hoch x. Eine wichtige Regel, die oben nicht im Regelkasten steht, ist noch die Kettenregel. Die lässt sich immer schlecht ohne Erklärung aufschreiben. Und zwar haben wir bei der Kettenregel eine äußere Funktion, nennen wir sie f, von einer Funktion, die da innen drin steht, zum Beispiel g von x. Dann ist die Ableitung des Ganzen, also das hier ist unser y, dann ist y' die Ableitung, die äußere Ableitung von der Funktion f, die wird abgeleitet. Die Funktion g bleibt hier drin erhalten in der Ableitung. Und die Ableitung von g kommt nur noch hier außen multiplikativ verknüpft daran. Einfaches, sehr einfaches Beispiel dafür ist e hoch 2x. Die äußere Funktion f von dem g von x, also nur das rote, wäre e hoch, nennen wir es zum Beispiel z. Das ist unsere äußere Funktion. Wir können da oben einfach auch nur eine Klammer hinmachen. Dann wissen Sie genau, wo was hinkommt. Also die Variable ist immer hinterher wieder unsere Originalfunktion einzusetzen. Dann ist die Ableitung f' wieder die e-Funktion selber. G Strich von 2x, g ist 2x, nochmal mal in Orange, g von x ist 2x, dann ist die Ableitung 2. Und wenn wir das jetzt zusammensetzen, dann ist y Strich gerade e hoch unsere Originalfunktion, also 2x. Multipliziert mit der Ableitung, also mit 2.